Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Chris, und heute gibt es ein erneutes Live-Commentary von mir. Und zwar spiele ich heute mit der TAR21 und spiele heute ein wenig Team Deathmatch. Ja, mal schauen, was für eine Karte rankommt. Also TAR21 hier, das ist meine Klasse mit Hardline und so. Und ja, ist doch ganz nett. Würde ich jetzt mal sagen, also ist einfach eine nette Klasse. Und das Coole daran ist, dass Hardline zwar, ja, die Waffe ein bisschen schwächer macht, weil man sonst eigentlich immer mit Feuerkraft spielt, zumindest ist es bei mir immer der Fall. Und ja, also Hardline ist jetzt nicht so das Extra, wo man sagen kann, ey, die Waffe ist ja viel zu schwach jetzt. Also ich finde, die ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, ich bin jetzt bei Afghan gelandet. Ja. Das ist doch eine tolle Karte, Mensch. Afghan ist wirklich eine meiner Lieblingskarten. Die mag ich, glaube ich, genauso wie Rundown. Obwohl Afghan hat bessere Farben. Das, also Rundown erinnert mich irgendwie so, das ist irgendwie so eine Kackfarbe, ganz ehrlich. So braun, orange und roh, das ist doch ekelhaft. Oh Gott, ey. Nein, natürlich nicht, aber hä? Die Farben sind mir ein bisschen zu dunkel auf Rundown. Afghan ist so ein schönes Gelb. Das ist schön erfrischend. Nein, nee, aber ich finde die Farbe hier ein wenig heller. Also ich mag allgemein hellere Karten. Also dunkle Karten ist jetzt nicht so meine Sache. Zum Beispiel Anapes. Wissen ja viele, dass ich diese Karte nicht so mag. Und ja. So, Afghan, was gibt's da zu sagen? Ich laufe eigentlich immer diesen Weg, egal was ich spiele, Team Deathmatch, Herrschaft, frei für alle, also frei für alle je nach Spawn, laufe ich immer hier in Richtung dieses Hügels. Und ja, ist eigentlich ganz nice. Besonders wenn da einer gleich Rage quittet oder rausgeht, aus was für Gründen auch immer. Da wird er schon gute Gründe haben. Und ja, die Gegner scheinen jetzt diesen Weg da hinten genommen zu haben. Das heißt, man kann sie ziemlich gut von hinten jetzt holen. Sprich, ja, man geht jetzt einfach in die Höhle. So. Was? Okay, Leute, so eine Aktionen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auch wieder so ein Black Ops-Fanatiker. Ja, es fällt mir ein bisschen oft auf, dass die Leute in letzter Zeit so spielen wie in Black Ops. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich sehe sehr viele mit Last Stand und so ein Kram. Ich weiß zwar nicht, wieso sie damit spielen. Ich weiß wirklich nicht, was sie sich dadurch erhoffen, weil das sind ja wirklich Extras, die nicht so viele Vorteile verschaffen, weil man stirbt ja so oder so. Und da bekommt man vielleicht noch einen Kill dazu, aber in den meisten Fällen wohl eher nicht. Also zumindest denke ich das erstmal. Ja, ich weiß zwar nicht, ich benutze dieses Extra einfach nicht. Und als ich es benutzt habe, das war aber vor sehr langer Zeit, da habe ich eigentlich nie wirklich viele Kills damit gemacht. Und du bist tot. Hier ist er wirklich tot. Er geht nicht mal raus, er denkt nicht mal dran. So. Wo ist denn jetzt dieser Typ abgeblieben? War, seht ihr, wie er zum Kommando-Knife angesetzt hat? Nein, ich bin tot, glaube ich. Glücklicherweise nicht. So, und wer, ach so, wenn ihr auf Atombombe spielen solltet und ihr den Harrier habt, dann solltet ihr ihn nicht sofort aktivieren, sprich, sucht euch erstmal eine Ecke, wo ihr der Meinung seid, dass ihr dort eventuell ein wenig sicher seid. Und ja, bevor jetzt manche sagen, wieso platziert den Harrier auf die Höhle? Ganz einfach, wenn der Harrier jetzt da über der Höhle so fliegt, dann, ja, fängt ihr sozusagen die Gegner ab, die zur Höhle wollen. Und da die meistens zur Höhle wollen, ist das eigentlich ziemlich geil. Und da die momentan nicht in der Höhle sind, ist das eigentlich ein ziemlich, gut, ja, ist das ziemlich gut halt. Ne? Mal wieder so super cooles Deutsch. Jetzt habe ich meinen Chopper, aktivieren aber nicht. Ich warte erstmal, bis mein Harrier fertig ist. Boah, schön. Ein nüchterner Pilot. Finde ich immer toll.
Ja, sowas bekommt man nicht alle Tage. Bei mir sind die immer angesoffen. Aber naja, so, jetzt noch schön YY hier. Bam, bam, bam. Oh, und da ist er tot. Tja, das war's dann schon wieder. Ich würde mal sagen, der Apache ist auch gleich Schrott. Obwohl. Ah, die spawnen ein wenig komisch. Es leckt ein bisschen. Na, den holen wir. Oh, da ist auch noch jemand. Ey, die spawnen hier einfach. Das ist ja mal geil. Einfach ein bisschen unfair, aber ich find's jetzt nicht schlimm. Ah, da habe ich die Nuke. Ah, super. Nuke. Okay. So. Wo ist er denn? Ja, ich möchte den töten, nicht irgend so einen anderen. Junge, der Choppergun ist einfach mal übertrieben krank. Also finde ich jetzt einfach mal so, weil, ne, der ist ziemlich extrem. 29-1. Hä, wann bin ich denn gestorben? Ach genau, bei diesem Eiskalt-Typen, der im Busch gehockt hat. So ein Gespast. So, jetzt. Sch nee. Sch ja, da kann man nie wissen. Und ja, wenn eine Host Migration kommt, ist mir so egal, ich lade es trotzdem hoch. Naja, okay. Vielleicht auch nicht, weil. Nein, ich habe mir den falschen ausgesucht. Ha! Ja, Mann! Beide geholt und der andere hat sie nicht bekommen. Was hat der denn für eine Waffe? Eine Spaß 12. Ha! Verarscht habe ich dich. Tja, so schnell kann es gehen. Boah, wieder geklaut. Eiskalt. Ah, der hat. Das war knapp. Oh, die Waffe nehme ich mir. Ach, M16 mit Schalldämpfer. Wie süß. Richtig toll. Oh. Jetzt hat er mich getötet. Komisch. Ah, oh, die hatten. Okay, der hat einen Double bekommen. So ein Scheiß. Okay, wenn er jetzt einen Harry aktiviert, dann gibt's eine Atombombe auf dem Boden. Auf dem Boden, ja, auf dem Kopf wohl, ja. Tja. Naja. Oh. Den hole ich mir. Ja, und der Sniper ist noch am Leben, das ist ja. Ich dachte wirklich, ich habe den Sniper getötet und der andere ist noch am Leben. Oh mein Gott, ich bin tot. Nee, haha, ich lebe noch. Super. Tja, das ist schlechte Reaktion des Snipers. Ja, ist immer so eine Glückssache. Also wenn man so einen Sniper sieht, der gerade stehen bleibt, kann man nicht wissen, wann er abdrückt und ob er nicht doch ein wenig Glück hat und trifft. Weil ich war ja in Deckung und ja. Manche treffen halt nicht, manche treffen. Da muss man halt aufs Glück hoffen und ja, hoffen, dass man halt nicht stirbt. Oh, habt ihr diesen ja, Leck gesehen? Also ich habe auf ihn geschossen, habe dann aufgehört und er stirbt trotzdem noch durch die Kugeln, die noch nicht angekommen sind, als ich aufgehört habe zu schießen. Geil, wa? So. Da war doch oben ein. Ah, da ist einer. Ah, ich verpiss mich hier. Soll ich meine Atombombe aktivieren? Soll ich das machen? Er hat auch Last Stand. Wieso haben die denn jetzt alle Last Stand? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich finde es ja besser als Kommando, so ist ja nicht, aber hey. Man braucht halt nur mehr Schüsse und. Ah, ich liege ja gar nicht, wa? Nee, ich habe mich hingehockt. Ah, bisschen zu kurz gedrückt. Oh, 39,4. Ich möchte aber nicht nochmal sterben, das ist aber nicht so toll. Naja, mal gucken. Oh oh. Okay, Leute. Wie krass. Ja, sowas kann passieren. Sowas sollte nicht passieren. Was zum. Was. Boah, das ist doch behindert. Also ich, abgesehen davon, dass ich durch den Sniper gestorben bin, ne, bin ich auch noch durch ein Care Package gestorben, weil ich dumm gespawnt wurde. Mann, wie dumm ist das denn? Ey, ihr. Mann! Mein Team ist doch behindert. Guckt euch das mal an. Ich habe die meiste Arbeit selber gemacht. Leute, das ist doch nicht normal. Aber wieso sterbe ich denn durch ein Care Package? Ich meine, durch ein Care Package. Das ist doch behindert, Mann, hä? Was?
Hä? Ich werde gespawnt sofort tot durch ein Care-Package. Ich meine, das ist doch nicht normal. Egal, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, dieses Live-Commentary hat euch auch gefallen. Also, ich gehe mal davon aus, weil, ne, manche wollten ja von euch unbedingt mal wieder eine Atombombe sehen. Ja, es war eine Atombombe mit Chopper. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber ist doch ganz nett, trotzdem, ne? Ich meine, es ist ein Live-Commentary. Da will ich jetzt nicht so auf super coole Killstreaks gehen, ihr versteht. Und ja, ansonsten war es das von mir und ich hoffe, euch hat das, ja, Live-Commentary, wie schon gesagt, gefallen und ja, damit verabschiede ich mich und bis denne. Ciao.